Willkommen zurück bei Skyrim. Und ihr habt's gesehen, ich habe gewartet hier in der Hütte. Und jetzt müssten wir Sekunde mal. Doch, müsst 9 10 11. So, jetzt haben wir kurz vor 12 Uhr. Und hier sollten wir weit genug weg sein. Und das gehen wir nochmal schnell darüber. Oder habe ich jetzt nicht, dass ich jetzt die Zeit falsch im Kopf habe. Aber ich meine, wir. Warte mal, wir haben. Doch, ja. Kurz vor Mitternacht. Oder habe ich das zu. Nee, okay. PM am 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 Morgen. Ja. Müsste passen. Ich habe jetzt keinen Bock zu kämpfen. Ist egal, was kommt. Ich möchte jetzt mal gucken, ob da jetzt irgendwer auftaucht, wenn wir da jemanden um Mitternacht treffen sollen. Und weit genug weg müssten wir diesmal. Oh. Müssten wir diesmal ja gewesen sein. Aschenhüpfer. Hüpf woanders rum. Da oben ist die Hütte. Deswegen verfolgt uns, hört ihr es? Aber es ist wieder keiner da. Doch, doch. Ich halte mich da raus. Hey, wir haben es geschafft. Bis zum nächsten Mal. Gut genug. Wir haben es geschafft, hier ist einer. So. Was habt ihr. Hat er was zu verkaufen? Hat. So, erstmal, wer seid ihr? Wer bin ich? Wer seid ihr? Kauft etwas oder geht weiter. Ho, 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 ho. Woher habt ihr eure Ware? Manchmal fallen sie von einem Wagen herab. Ich finde sie, mache sie sauber und verkaufe sie weiter. Okay, was habt ihr denn zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Brauchen wir nicht noch ein D3 Herz? Warte mal. Ich glaube, wir brauchen eins. Okay, ich hoffe, der haut jetzt nicht sofort wieder ab. Einen Moment. Brauchen wir nicht ein. Gut, dann kaufen wir einfach ein D3 Herz. Wenn der schon mal hier ist. Werft einen Blick darauf. Das hätte ich gerne. Dann. Nee. Rezept? Nein. Ach, das sind doch die Trauben, die wir brauchen. Kaufen wir mal 3 Stück von. Menschliches Herz? Nee, menschliches Herz will ich nicht. Zaubertränke. Du tauchst hier dann also auf, ja? So sieht also menschliches Herz aus. Okay, wir können ihm auch Sachen verkaufen. Wie viel hat der? 1173. Ja. Hiervon aber 4 Stück. Ja, 300. So. Passt auf euch auf. Das passiert dann also. Hier kommt, wenn man. Ah ja. Fallas Selwein taucht ihr dann also auf. Gut, kann ich das auch von meiner Liste abhaken? Haben wir das auch gemacht? Tja, dann würde ich mal sagen, wir können diese
Insel. Oh, ja, was heißt, können wir? Das eine, da kommen wir ja nicht weiter. Es geht ja erst, wenn meine Informationen richtig sind. Kann natürlich auch sein, dass sie falsch sind, aber laut Information. Ich wusste es. Boah! Alter! Okay, du hast nicht alles gewollt, du blöder Magier. Bam! Bam! Ich werde dich tot sehen. Oh, da hat die Kamera aber... Huch! Ist das ein Kopf, der da wegrollt? Das ist ein Kopf. Wo willst du hin? Wo will denn der Kopf hin? Und weiter geht's. Ah ja, hier ist Ende, ja? Bleibst du hier liegen? Okay. Ja, der Kopf liegt da unten, die Leiche irgendwo da oben, auch toll. So, auf jeden Fall haben wir dieses Herz. Das ist ja schon mal etwas. Da wird sich jemand freuen. Allerdings, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß leider nicht mehr, wer das war. Ich glaube, es war einer aus der Diebesgilde. Ja, muss ich mal nachschauen. Vielleicht wird es ja auch angezeigt. Mal schauen. Jetzt bin ich hier schon wieder. Was mache ich hier eigentlich? Ich spreche den nochmal an, nur um sicher zu gehen, denn normalerweise müsste er jetzt wieder mit irgendeinem Stab daher kommen und wenn er das macht, dann... Tja. Hier liegt neben so eine Leiche. Nein. Keine Leiche. Und hier auch nicht, ne? Nun gut. Dann eben nicht. Ich gebe euch Deckung. Habt ihr Varona schon gefunden? Ich könnte jetzt wirklich einen Tee vertragen. Vielleicht später. Ja. Fürs Erste hätte ich eine etwas persönlichere Bitte. Dachte ich mir. Wisst ihr, ich bin ein Sammler. Ich sammle... Gut. Tee. Dann würde ich mal sagen... Wir haben noch ein D3-Herz. Ah ja, wir sollen das dann auch zu ihm bringen. Magische Stäbe, besonders die von Asra Nachtwirbel. Naja. Das mache ich mal an, nur um zu gucken. Hä? Moment. Mal.
Wir sollen irgendwo da in der Mitte raus. Was soll das denn jetzt schon wieder? Gut ist wieder in. Nehmen wir wieder hier rüber. Müssen wir ja eh hin, das passt ja. So. Zeitnass. Okay, jetzt haben wir zwei Sachen, dann würde ich mal sagen. Hoppala, als aller zuerst. Machen wir den. Dazu müssen wir. Dann war der doch nicht bei der. Da ist. Hier? Ach, Herr meine Güte, mal hier komplett vertan. Wenn der Großkönig stirbt, halten die Jarl von Himmelsrand eine Volksabsammlung ab, um einen neuen Großkönig zu wählen. Wählt mich! Schon so lange? Dass überall immer die Türen zu sind, wenn wir kommen. Darf ich jetzt? Nö. Okay. Achso. Ach, du warst das. Hallo. Ich bin der persönliche Schmied des Jarl. Das heißt aber nicht, dass ich euch nicht ein paar Stücke zu einem fairen Preis verkaufen kann. Ja. Gut. Ich schränke das Metall ja lieber mit Wasser ab. Aber wenn der Jarl es so wünscht. Hier. Eine meiner besten Rüstungen. Macht ihr alle Ehre. Oh. Vulkanglasrüstung. Seid ihr. Nein, tut mir leid, ich will dich auch nicht heiraten. Werft einen Blick darauf. Ah, er hat ein bisschen Geld. Das heißt, wir verkaufen ihm ein paar Pfeile. Erstmal die. So, dich nicht. Haben wir nur drei Stück von, können wir auch verkaufen. Behalten wir. Die kommen auch alle weg. So. 16 behalten wir. 7. Weg. 12. Auch weg. 10. Auch weg. Sonstiges. Achtung, ein bisschen Bärenpelz. Gut. Kämpft wacker. Was denn das für eine Rüstung, die wir gekriegt haben? Oha. So ein, okay. So, als. Dann holen wir ihm halt noch so einen doofen Stab, wenn er dann unbedingt einen haben will. Jupp, das tut weh. Nein, tut's nicht, okay. Wer bist du? Hallo? Ich bin Gorsas Assistent. Ich helfe ihr mit der Schmiede. Ah ja. Einmal in die Tür gerannt. Die große Statue von Irkan-Gathand ist das einzige bekannte Abbild eines Schneeelfen. Ja. Na gut. Nocturnal ist die Deadra-Fürstin der Heimlichkeit und der Schatten, sowie Schutzpatronin der Diebe.
Hallo, Frost. Ganz schön frisch heute. Ach, du meine Güte. So. Ach, hier. Ich mag keine Spinnen. Naja, obwohl eigentlich habe ich ja nichts gegen Spinnen. Solange das nicht solche Größen sind, ist mir das egal. Schau mal, ich würde mal sagen, das war nichts, ne? Ganz leicht geblockt. Blöd, Mann. Das geht. Ach, ich weiß jetzt, wie wo wir sind. Herzlichen Glückwunsch. Nein. Und Kör! Hier drüben. Leben kommt ihr hier nicht raus. Ihr habt euren Meister gefunden. Ihr seid Sofengardes nicht würdig. Wo sind? Genießt euren letzten Atemzug. Komm, geh weg, Vampir. Kommt er so schnell nach hinten? Egal. Wir müssen erstmal zurück, glaube ich. Mal kurz auf die Karte schauen. Ja. Warte mal. Eben zurück. So, hier ist doch noch einer. Irgendwo Stravinat. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Ist da jemand? Da oben. Das ist alles, was ihr kann. Oh, blocken, hä? Ach, weißt du, was ich noch kann? Ich kann dich töten. So. Ich lieb. Blöd, Mann. Okay, aber hier. Ach, das war nur sein Kopf. Was haben wir hier drin? Gold. Okay. Mal schauen, wo wir hier weiterkommen. Ja. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Und tschüss.
So. Und raus hier. Tja. Das ging doch eigentlich. Himmelsrand. Na, upsala. So, eine Sache will ich mal gucken, bevor wir dann im nächsten Part zurückgehen. Ja, komm. Und zwar muss ich dafür nach das war, glaube ich, die falsche. Ich meine, wir müssen zu der anderen oder? Nee. Irgendein Depp schießt hier schon wieder. Wo? Aber Schattenmähne ist nicht hier. Diesmal wirklich nicht. Da laufe ich mal wieder blind durch die Gegend. Am Pferd wird mir doch auffallen. Oder? Na gut. Keine Ahnung, wo das Pferd hin ist. Ich würde mal sagen, im nächsten Part gehen wir zurück und geben den Stab ab. Wir können mal ganz kurz hier reinschauen. Hier ist ja alles abgebrannt. Schau, ob sich hier irgendwas eingenistet hat. Ob es hier noch irgendwas für uns gibt. Ach. Was ist das denn? Wieso leuchtete der noch so ein bisschen? Hier kommt man nirgendwo hin, hier ist alles. Er sieht nicht so aus. Gut. Dann, Freunde, würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und ich sag dann bis dahin und ciao.